Morgen. Wir sind in Krabi angekommen und werden euch unsere Eindrücke von Krabi ein wenig dann schildern. Hier sind wir, 2414, das ist unser Bungalow, Deluxe Beachfront. Wir haben direkten Blick auf das Meer. Und das nicht da ist. Das noch nicht da ist, genau. Willst du mich nicht im Bild haben oder machst du das extra, damit extra, er wieder extra, größer und extra. Schöner ist? Ist auch nicht schwer. So, und jetzt gehen wir. Jetzt gehen wir ein Stückchen mal mit euch. Das sieht hübsch aus. Schau mal. Da hinten ist der Pool und wir laufen gleich mit euch. Ihr schaut rechts und links. Wenn der Thomas das weiter weghält, seht ihr das auch? Alles schöne kleine Bungalows. Und niemand da. Noch niemand da. Es wird natürlich übers Wochenende wieder viele Thai-Touristen erwartet aus Bangkok und weiter nördlich noch, ist ganz klar. Und wir gehen jetzt runter zum Meer und vielleicht können wir das drehen. Dann müssten wir zwar rückwärts laufen, sieht lustig aus, aber wir müssen euch zeigen, wie die Sonne gerade aufgeht und auf die herrliche Insel Koh Island heißt das. Hong Island heißt das. Und dort scheint gerade die ersten Sonnenstrahlen drauf. Ist sehr schön. Tina findet am Morgen wieder alles wunderschön. Ja, tue ich auch. Man muss immer das Positive sehen. Und wir kommen jetzt ganz ehrlich aus ein bisschen Verwöhnten. Und ich finde es toll, dass wir zurück zu den Basics gehen. Klingt ein bisschen doof, gell? Aber ich meine, wir gehen wieder zum Normalen. Und ich finde das einfach klasse. Auf unser Zimmer, es ist viel kleiner, nicht mehr der riesengroße Luxus. Und genau das wollen wir auch haben. Das ist Thailand und das ist Holiday und relaxed und alles easy. Guten Morgen. Morgen. So, heute sind wir unterwegs von unserem Resort in Krabi und wir gehen nach Hong Island. Das ist ungefähr eine Bootstour von 20 Minuten, hat sie gesagt, gell? Ja. 20 Minuten und dort soll ein sehr, sehr schöner Spot sein, für Fotos zu machen. Also, wir melden uns von dort wieder. So, wir sind jetzt hier auf Hong Island. Tina ist am Strand und ich suche hier den Viewpoint, um Fotos zu machen. Und man muss hier mitten über eine unbewohnte Insel
durchs Grün laufen. So, gefunden habe ich ihn schon mal. Jetzt geht es nur noch ein paar wenig, viele Treppenstufen hoch. So, ich bin jetzt hier auf der ersten Stufe angekommen. Alles ein bisschen schweißtreibend. Aber guck mal, es geht noch weiter steil berghoch. Und wieder ein Stück geschafft. Aber wie ihr seht, es will einfach nicht aufhören. Ich hoffe mal, der Ausblick ist es wert. So, ich bin jetzt hier bei Stufe 2 angekommen und man hat schon ein bisschen Ausblick. Fängt an, sich zu lohnen. So, nächster Aussichtspunkt. Es wird immer schweißtreibender, immer wärmer, umso später es wird. Aber die Aussicht wird von Mal zu Mal besser. Was meint ihr? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob sich die Aussicht für den Weg nicht lohnt. Letzte Treppenstufen und dann habe ich es geschafft. Dann bin ich auf den 360 Grad Aussichtspunkt, ein paar Fotos machen, aber erstmal zeige ich euch die Aussicht. Ich habe gerade noch mal einen schönen Aussichtspunkt gefunden, mache gerade noch mal eine kleine Pause. Das ist eben der Nachteil an Landschaftsfotografie. Wenn man sich das als Hobby aussucht, dann muss man Wege nach oben gehen, die besten Orte suchen. Aber man wird am Ende mit so einer Aussicht belohnt. So, der Thomas ist zurückgekommen von 360 Viewpoint. Wie war es? Sehr gut, sehr gut. Es hat sich wirklich gelohnt. Aber du bist nass geschwitzt, denn das ja. 200 Stufen wurden? 2000. Nee, das sind die typischen Thailand 200 Stufen. Ach du Scheibenkleister. Und die sagten auch, in 20 Minuten bist du wieder da. Du warst jetzt gut 45 Minuten, ja. Eine Stunde weg. Hammer. Und jetzt machen wir noch einen Dschungeltrail. What? Warum? Ja, damit du auch was gemacht hast. Na gut, geh du voran. Ich folge. Oh Mist, jetzt muss ich da tatsächlich mit... Ich mag nicht Dschungel gehen. Na gut. So, wir befinden uns jetzt auf dem Dschungeltrail. Und hier ist eine ganz kleine Gedenkstätte vom Tsunami. Man hat das hier liegen gelassen. In Erinnerung an die vielen Fischerboote und Fischer, die nicht mehr ihren Weg nach Hause gefunden haben. Es war eine ziemliche Katastrophe für Thailand. Einige Landstriche wurden komplett vernichtet und mit der Zeit wieder aufgebaut. Wir gehen jetzt einfach mal hier entlang und schauen uns das mal an. Wenn irgendwo eine Schlange auf dem Baum ist, würdest du mir das freundlicherweise sagen? Nicht, dass ich da dumm stehen bleibe.
Kann nicht so in die Kamera schauen, weil hier überall unwegsames Gelände ist. Sonst fliege ich noch auf die Schnüss. Wäre nicht das erste Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Hab mich schon oft daneben gesetzt. So, die zwei im Dschungel. Und wir gehen aufs Bötchen wieder. Tschüss.